Kürzlich fand in Hartmannsdorf das 21. Oldtimer-Treffen statt, was uns schon mal auf die bevorstehende Oldtimer-Saison einstimmt. Außerdem ist heute Tag des Wanderns und wir werfen einen Blick auf das windige Glück auf TV-Regionalwetter für die kommenden Tage. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran, bis gleich. Regionalwerben bringt mehr. Sie suchen ein neues Mitglied in Ihrem Unternehmen, einen Kollegen, einen Teamplayer. Dann teilen Sie das doch mit. Wie? Ganz einfach, im Glück auf TV Jobfinder. Wir finden gemeinsam das fehlende Puzzleteil für Ihr Team. Ein Projekt vom Mittelerzgebirgsfernsehen und Kanal 9 Erzgebirge, der Glück auf TV Jobfinder. Ich begrüße Sie nun ganz herzlich hier an diesem Dienstagabend, den 14. Mai 2024. Hier ist Regional, die täglich aktuelle Sendung für den Kulturraum Erzgebirge und Mittelsachsen mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das vergangene Wochenende verwöhnte uns mit herrlichem Wetter und wie erwartet strömen nun die Liebhaber von Oldtimern hervor. Es fällt auf, dass bereits einige dieser klassischen Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind. Und was darf dabei nicht fehlen? Natürlich, die Oldtimer-Treffen nehmen wieder Fahrt auf und auch in unserer Region stehen demnächst wieder einige Veranstaltungen an. Schon vor kurzem fand in Hartmannsdorf ein Treffen statt und stimmt uns auf die kommende Oldtimer-Saison ein. Es ist auch 2024 heraus zum 1. Mai. Richtig schön, wenn es hinausgeht nach Hartmannsdorf. In Hartmannsdorf fand das 21. Oldtimer-Treffen statt. Vom Hühnerschreck bis zum Brummi konnte man auf dem Veranstaltungsgelände im Gewerbegebiet alles entdecken, was die Herzen von Oldtimer-Freunden höher schlagen lässt. So wie die letzten Jahre schon, kann ich nur Positives berichten. Es war wieder sehr gute Resonanz, das Wetter hat gestimmt. Und alle, die an mir vorbeigefahren oder vorbeigelaufen sind, waren zufrieden und glücklich und auch erstaunt, dass auch dieses Jahr wieder so ein schönes Treffen hier organisiert werden konnte. Neben Besuchern aus der Region gab es auch die, die einige hundert Kilometer zurücklegten, um dabei zu sein. Weil sie gehört haben, dass es hier schön sein soll oder weil sie es schon seit Jahren wissen und einfach das Bedürfnis haben, hier mit dabei zu sein. Auch zur 21. Auflage kann man sagen. Das Besondere ist, dass man sich nicht anmelden muss, dass für alle Fahrzeugarten die Gelegenheit ist, sich hier zu platzieren. Es werden also keine großen Vorbereitungen notwendig. Man kann sich ins Auto setzen, hierher fahren, bezahlt seinen kleinen Obolus und mischt sich mit unter die Oldtimer-Freunde. Durch das Wachsen der Veranstaltung mussten einige Sachen neu konzipiert werden. Ja, das Konzept ist im Prinzip das gleiche geblieben. Wir haben aber das ganze Gelände jetzt ein bisschen anders aufgeteilt von den Parkmöglichkeiten für die Fahrzeuge, damit wir den Fluss der Fahrzeuge von den Hauptstraßen hier in das Festgelände besser im Griff haben, dass also nicht zu Staus raus bis zur Autobahn gibt, wie es teilweise früher schon gab. Ist natürlich für die, die regelmäßig kommen, immer ein bisschen ein Problem, sich dann wieder neu einzurichten. Das war beim Teilemarkt so. Und das ist eben diesmal speziell so gewesen, dass auf dem Grestparkplatz keine Pkw mehr gestellt wurden, sondern leichte Lkw. Und die gesamten Pkw in den hinteren Bereich des Gewerbegebiets geleitet wurden. Es bedurfte einigen Erklärungen teilweise, aber die meisten haben es verstanden. Und mir ist also niemand begegnet, der sich hier zu sehr aufgeregt hätte. Und das ist immer schön, denn wir wollen ja, dass sich alle hier wohlfühlen. Und dass es ein schöner Tag wird. Von vielen hörte man: Es macht halt Spaß, ne? Unter Gleichgesinnten ist es dann auch schön. Schöne Stimmung. Viel los. Viele, viele Leute. Viele bekannte Leute. Wunderbar. Vor allem die alten Fahrzeuge. Ja. Und der schöne Wetter. Und das ist das Beste eigentlich. Obwohl, wenn schlechtes Wetter ist, ist auch okay. Wunderbar.
Super. Super. Wetter spielt mit. Jetzt würden wir ja nicht herkommen. Ja, Menschen sind freundlich. Etliche Jahre hier. Ach so. Das ist dieses Jahr halt mit B1000. Die Oldtimer-Freunde Schwanebeck reist mit diesem B1000 an. Sie fasziniert die Vielfalt des Treffens. Vom Moped bis zum Bus über alle Faktoren, also findet ja auch jeder was, was er gucken kann. Jeder findet die LKWs nicht schön, aber wir haben historische Autos und so. Und das hast du nicht so oft bei den Treffen, dass das alles zusammenkommt. Die Schwanebecker wissen, wovon sie sprechen, denn sie sind viel unterwegs. Wir wohnen in den alten als auch in den neuen Bundesländern, ja, ganz genau. Und das ist hier schon eines der größten neuen Bundesländer, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und das Museum gibt sich unheimlich viel Mühe, hier ein guter Gastgeber zu sein. Und deshalb fahren wir auch sehr, sehr gerne hin. Ja, total nette Leute und dann immer schön gut empfangen. Das Wetter spielt heute mit, also hervorragend, besser kann es nicht sein. Das Nutzfahrzeugmuseum ist der Veranstalter des Treffens. Eine Menge Besucher kommen schon seit Jahren. 8 Jahre bestimmt. Also den habe ich 2011 fahrfertig gehabt. Und man kann sagen, 2 Jahre später war das erste Mal hier. Genau, Savarosch? Ja. Warum gerade Savarosch? Weil der Exot ist. Und ich hatte mal einen in meiner Jugend. Deswegen, wenn man sowas hatte. Das Schöne ist, ein schönes Fahrwerk. Und dass er eben so besonders ist. Er war gehasst und geliebt zu der Zeit. Angereist waren zahlreiche Trabi-Fans. Eine Pappe schöner als die andere. Der Trabi gehört meinem Papa laut Zulassung. Und wir haben den zu zweit als Vater-Tochter-Projekt komplett restauriert. Also wirklich jede Schraube in der Hand gehabt. Und in wirklich langjähriger gemeinschaftlicher Arbeit. Und auch wirklich qualitativ gute Zeit war das, die ich mit meinem Papa da hatte. Und da haben wir den Trabi komplett neu aufgebaut. Auch im Zustand, wie er laut Baujahr auch ist. Also ist fast alles original. 1-2 Sachen haben wir noch zusätzlich reingemacht. Ja, der ist einfach toll. Der springt nach jedem Winter an. Der fährt super. Trabant bei einem Treffen mit vielen Nutzfahrzeugen hat seine Richtigkeit. Also erstmal natürlich ist es ist ein Oldtimer. Ne? Also wir nutzen ihn wirklich für schöne Wetterfahrten. Ne? Weil wir ganz einfach auch sagen, wenn der einmal so top restauriert ist, dann soll der nicht durch Matsch und Schnee fahren, sondern wirklich zu Ausfahrten, zu Treffen. Und wenn man dann natürlich hinfährt, es ist ein Universal, also sprich der Kombi vom Trabi, geht auch viel rein. Also ich habe heute wieder alles eingeladen, was man hier so für die Pausenverpflegung braucht. Also das ist für uns wirklich mittlerweile ein Spaßfahrzeug. Ich kenne es allerdings auch noch aus meiner Kindheit, als wir natürlich auch nichts anderes außer Trabi hatten. Und wenn ich heute überlege, wenn wir in Urlaub gefahren sind als 4-köpfige Familie, damals auch noch mit einer Limousine und weniger Platz drin, was da alles drin war in dem Kofferraum. Also das hat wirklich gereicht für 4-köpfige Familie, 14-tägigen Urlaub mit Campingausrüstung und noch ein halbes Auto an Ersatzteilen mit dabei. Der Trabi ist einfach praktisch, er macht Spaß, er entschleunigt auch. Weil man sagt, man rast damit natürlich nicht rum, sondern man sieht was von der Landschaft, wo man lang fährt. Und es ist einfach ein schönes Fahrgefühl. Wie viele Stunden dran geschraubt, zusammengezählt? Wir haben die Stunden nicht gezählt. Also es war insgesamt über einen Zeitraum von 2,5 Jahren, aber halt auch zwischendurch mit Pause. Ne? Also meistens nur an Wochenenden, wie man halt auch gerade Zeit hat. Wie gesagt, Stunden haben wir nicht hochgerechnet. Er ist sowieso unbezahlbar, ist der Liebling der Familie auch unverkäuflich. Also ja. Einfach ein toller Trabi. Wir haben den richtig gern, unser Familientrabi quasi. Bei dem Treffen konnte man auch ungenutzte Fahrzeuge bestaunen. Naja, der ist zu DDR-Zeiten in der Oberlausitz gefahren, in Steinbruch, so als Sprengstofftransporter und Material. Es ist offensichtlich noch was übrig geblieben, es ist nichts passiert bei den Transporten. Den haben wir 2018 in Karlau geholt beim Händler. Ja, dann aufgebaut mit viel Arbeit. Ich kenne ja, kann man sagen, jede Schraube mit dem Geburtsdatum. Und ja, macht halt auch Spaß. Ne? Und als Rentner hat man Zeit, da geht's. Der Umbau kann auch für Sprengstoff sorgen, nämlich wenn die Falschen zusammen im Doppelbett liegen. Neben Stammbesuchern gab es in diesem Jahr auch die anderen. Es ist mein erstes Mal, dass ich hier bin. Und muss sagen, ganz schön was los, sehr viele Autos, einwandfrei, super, gefällt mir sehr gut. Also am besten hat mir eben hier vorne der Mercedes gefallen, Cabrio, super, SL, sehr schön. Also bestimmt komme ich noch mal das zweite Mal her. Wir sind eigentlich heute zum Treffen das erste Mal hier, kommen wir in den Kamenzer Bereich. Und ja, also wir sind erstaunt, was hier für Fahrzeuge stehen, alle Art. Wir sind mit dem Feuerwehrauto, mit dem alten Opel Blitz aus dem Baujahr 1939.
stehen da oben, ganz hinten. Bei der Fahrradbude. An der Fahrrad, ja, an der Diamantfabrik da. Und freuen uns hier zu sein. Wir sind alt. Wir sind die Oldtimer. Wir sind die Oldtimer. Wir sind jedes Jahr hier. Schauen uns das mal an. Viel. Sie sehen, viele Händler. Massen von Händlern boten Ersatzteile an und eine Menge von Anno dazumal. Wer Meinnägen suchte, wurde allerdings nur schwerfündig. Wir haben immer Meinnägen drauf. Immer. Gehört dazu. Ja. Hier ist auch einer. No, Meinnägen gehört dazu. Ah, das ist meine Meinnägen. Ja. Die gehört dazu. No, ja. Da gibt's immer, was gab es immer? Eine Bockwurst und 5 Mark. Die haben uns geholt heute. Für jeden war es dabei zum 21. Oldtimer-Treffen. Es ist eben auch die alten Fahrzeuge, irgendwie haben sie was. Ne? Das ist Nostalgie. Die haben alles dritte, vierte, fünfte Leben. Sowas nenne ich dann auch nachhaltig. Weil warum soll man sie denn wegschmeißen? Ist doch wirklich schade drin. Und Spaß macht's auch. Deswegen kann das 22. Oldtimer-Treffen 2025 kommen. Die Nikolaikirche Freiberg wurde in der vergangenen Wochenende wieder zum Musentempel. Im Rahmen von Jugend musiziert gestalteten junge Musikanten der Musikschule Freiberg den überwiegend älteren Publikum bei Kaffee und Kuchen einen bunten Nachmittag voller Musik. Tim Fischer berichtet. Am 7. Mai wurde es musikalisch in der Nikolaikirche in Freiberg. Unter dem Titel Jugend musiziert bildete die Musikschule Freiberg den diesjährigen Auftakt der beliebten Reihe Musik am Nachmittag. Nachdem Martin Seltmann, stellvertretend für den Oberbürgermeister Sven Krüger, die Veranstaltung offiziell eröffnet hatte, übernahmen Erlinia Krall und Johanna Zimmermann zusammen das Klavier und füllten die Kirchenhalle mit Melodien. Heute können wir in unserer schönen Nikolaikirche wieder einmal die Musik am Nachmittag erleben, die wir über die Stadt organisieren für unsere Senioren und Seniorinnen. Und heute insbesondere von unserer Musikschule Mittelsachsen, bei der Schüler dann ihre Leistungen präsentieren und mit Freude unsere Seniorinnen hier durch den Nachmittag begleiten. Anschließend übernahm Jette Bayer, die im Regional- und Landeswettbewerb spielte, mit der Blockflöte. Doch auch die Gitarre durfte nicht fehlen. Dieser hauchte Selinia Canoa Leben ein. Unter lautem Klatschen bekamen die Künstler Beifall für ihre wunderbaren Darbietungen. Wir wollten den jungen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, ihre Fähigkeiten zu präsentieren, zu zeigen, dass es Spaß macht, auch vor einem Publikum aufzutreten. Und daraus ist dann entstanden, zusammen mit dem Wunsch, etwas für unsere Seniorinnen und Senioren zu tun, einen solchen Nachmittag zu gestalten und zu veranstalten. Sie wurden bisher immer sehr gut angenommen. Wir haben ca. 140 bis 150 Plätze. In der Regel sind wir ausverkauft. Heute sind knapp 136 Teilnehmer da, plus Familien und natürlich die Schüler. Und das freut uns, weil so sieht man, dass die Arbeit, die wir hineinstecken, auch gern entgegengenommen wird und das Angebot auch wahrgenommen wird. Neben dem Konzerterlebnis in einmaliger Atmosphäre in der Nikolaikirche gab es für die Besucher auch Kaffee und Kuchen. Mit gefühlvoller Musik begleitet, verstrichen die Minuten in den späten Nachmittag hinein. Eine tolle Veranstaltung für jede Altersklasse. Der 14. Mai ist bundesweit als Tag des Wanderns bekannt. Und bei uns in der Region bietet sich diese Gelegenheit perfekt, um die Landschaft zu Fuß zu erkunden. Wandern ist nicht nur ein tolles Freizeitvergnügen, sondern auch eine ideale Möglichkeit, etwas für die Gesundheit zu tun. An der frischen Luft bewegen, die Natur genießen und den Stress des Alltags vergessen. So kann man am Tag des Wanderns Energie tanken und auch etwas für seine eigene Fitness tun.
Vom Wandern kommen wir jetzt zu einem Hinweis für die Autofahrer, denn morgen sind wieder mit Verkehrskontrollen zu rechnen. Wie zum Beispiel in Frankenberg auf der Hainichener Straße. Wenn Sie ungeplante Ausgaben vermeiden wollen, sollten Sie sich da an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Das schont den Geldbeutel und vermeidet Ärger. Bevor ich Sie gleich mit rüber ins Regionalwetterstudio nehme, werfen wir noch einen Blick in die Polizeiberichte. Aue Bad Schlema, Ortsteil Bad Schlema, in Firma eingebrochen. Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte über die aufgehebelte Eingangstür in eine Firma an der Auer Talstraße eingebrochen. Anschließend durchsuchen die Täter ein Büro sowie den Verkaufsbereich nach Brauchbaren. Nach einem ersten Überblick entwendeten die Einbrecher etwas Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp 2.100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Diebstahl im besonders schweren Fall aufgenommen. Reizenhain, Bundespolizei vollstreckt erneut 5 Haftbefehle. Am 12. Mai wurde ein 46-jähriger Rumäne am Grenzübergang in Reizenhain von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab 2 Ausschreibungen zum Haftbefehl, zum einen wegen Unterschlagung und zum anderen wegen Diebstahl. Die Gesamtgeldstrafe von über 11.000 Euro konnte der Rumäne nicht aufbringen. Er wurde in die JVA Zwickau eingeliefert. Auch am 11. Mai wurde bei einem 38 Jahre alten Rumäne ein Strafvollstreckungshaftbefehl festgestellt. Er konnte die Gesamtgeldstrafe von fast 300 Euro wegen Diebstahl aufbringen und seine Reise fortsetzen. Ebenfalls am 11. Mai wurde ein Ukrainer zur Einreisekontrolle vorstellig. Gegen den 37-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Diebstahl vor. Auch er konnte die geforderte Gesamtgeldstrafe von über 800 Euro aufbringen und weiterreisen. Ein 47 Jahre alter Tscheche wurde bereits am 6. Mai von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrolliert. Ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr war noch offen. Er konnte den Gesamtbetrag von über 800 Euro aufbringen und nach Deutschland einreisen. Auch ein Ukrainer im Alter von 20 Jahren wurde am 6. Mai zur Einreisekontrolle vorstellig. Ein Haftbefehl wegen Einfuhr explosionsgefährlicher Stoffe wurde bei ihm festgestellt. Er konnte die geforderte Geldstrafe von 545 Euro einrichten und ebenfalls einreisen. Stolberg, 4 Verletzte bei Auffahrunfall. Auf der B180 hielten am Sonntag an der Einmündung Bahnhofstraße ein VW Kleinbus und ein PKW Peugeot verkehrsbedingt. Der 82-jährige Fahrer eines PKW Renault fuhr auf dem Peugeot, der durch den Anstoß noch gegen den VW geschoben wurde. 4 Mitfahrer, darunter 3 Kinder des VW, erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier im Regionalwetterstudio. Obwohl der heutige Tag sehr sonnig war, hat uns der Wind erneut fest im Griff. Deswegen erwartet uns in den kommenden Tagen eine Wetter-Zweiteilung, da uns südliche feuchtwarme Mittelmeerluft erreicht, die auch Regen mit sich bringen kann. Doch zuerst werfen wir einen Blick auf den heutigen Abend und die Nachtstunden. Am Abend bleibt der Himmel wolkenlos und diese Klarheit setzt sich auch in der Nacht fort und dadurch sind die Sterne deutlich zu sehen. Die Temperaturen liegen am Abend bei 13 und 15 Grad und in der Nacht bei 10 und 12 Grad. Der Wind lässt heute Abend auch erst einmal nach und kommt mit einer leichten Brise aus Südosten mit einer Geschwindigkeit von 13 km pro Stunde. In den Kammlagen kann es etwas stärker werden mit Böen, die Geschwindigkeiten von 57 km pro Stunde erreichen können. Schauen wir uns den Mittwoch an. Eine gute Nachricht habe ich für Sie. Die Sonne rechnet am Ende des Tages 14 Arbeitsstunden ab. Der Morgen bleibt größtenteils sonnig und am Nachmittag werden nur vereinzelte Wolken den ansonsten blauen Himmel stören. Abends und nachts bleibt es klar. Wir beginnen den Tag mit Temperaturen von 11 und 13 Grad und am Nachmittag erreichen die Höchstwerte 19 und 21 Grad. Morgen müssen wir uns weiterhin auf stürmischen Wind einstellen, da er stark aus Südosten mit Geschwindigkeiten von bis zu 62 km pro Stunde weht. Im Flachland hingegen weht der Wind mäßig mit 21 km pro Stunde.
Am Donnerstag wird sich das Wetter ändern. Daher ist es ratsam, einen Schirm dabei zu haben. Am Morgen bleibt es leicht bewölkt. Doch im Laufe des Vormittags verdichten sich die Wolken und es setzt Regen ein. Der Regen hält bis zum Abend an und zieht dann in der Nacht wieder ab. Morgens zeigt das Thermometer 10 Grad an, während die Temperaturen am Nachmittag auf maximal 15 Grad steigen. Stürmische Böen werden erwartet mit Geschwindigkeiten von bis zu 72 km pro Stunde aus Südosten. Am Freitagvormittag bleibt es größtenteils bewölkt und es besteht die Möglichkeit von leichtem Regen. Gegen Mittag ziehen die Wolken jedoch ab und der Nachmittag zeigt sich mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen erreichen Tiefstwerte von 11 Grad und Höchstwerte von 19 Grad. Ein stürmischer östlicher Wind wird uns auch am Freitag weiterhin begleiten, der Geschwindigkeiten bis zu 62 km pro Stunde erreichen kann. Liebe Zuschauer, soweit erst einmal der Überblick für die kommenden Tage. Es besteht erneut stürmisches und regnerisches Wetter bevor. Und ob sich die Wetterlage in den nächsten Tagen etwas beruhigt und wir uns vielleicht am Wochenende auf Grillwetter freuen können, darüber sprechen wir morgen wieder hier an dieser Stelle. Ich nehme Sie wieder mit ins Regionalstudio. Nun, meine Damen und Herren, das war's schon wieder mit Regional für den heutigen Abend. Wenn Sie die Sendung verpasst haben, ist das natürlich kein Problem. Schauen Sie einfach in unsere Mediathek auf unserer Homepage www.glückauf.tv und www.mef-line.de oder auf unserem YouTube-Kanal Glück auf TV Mitte Erzgebirgsfernsehen noch einmal rein. Und übrigens, für alle Zuschauer, die uns auf YouTube verfolgen, freuen wir uns sehr über ein Abo, denn so verpassen Sie keine Sendung mehr. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und später dann eine gute Nacht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn Sie morgen Abend wieder pünktlich in unserer Sendung Regional reinschalten. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.